Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder falls du zum ersten Mal hier bist. Hi, mein Name ist Ginkgoman und ich liebe, liebe, liebe Naturkosmetik. Und auf meinem Beauty-Kanal geht es ausschließlich um vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik. Also wenn dich das schon mal interessiert, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Und heute gibt es mal was anderes und zwar ein Aufgebraucht-Video. Denn die letzten Wochen sind einige Produkte zusammengekommen. Natürlich werde ich sie nicht so entsorgen. Ich habe jetzt einfach nur alles in diese Tüte gepackt, weil ich wusste nicht, wohin mit ja, leeren Verpackungen. Aber ich würde sagen, bevor ich noch länger um den heißen Brei rede, let's get go! Wobei eine Sache noch, falls ihr sehen möchtet, wie ich diesen Lidschatten-Look kreiert habe, denn der ist wirklich schön geworden, oder? OMG, also ich kann gar nicht aufhören, in den Spiegel zu schauen. Dann schaut auf jeden Fall bei diesem Video hier vorbei. Da zeige ich euch wirklich Step by Step, also wirklich in depth, also so richtig detailliert, wie ich diesen Look schminke. Aber okay, genug geredet. Wir fangen an mit einem Shampoo, und zwar dem Alterra Naturkosmetik Feuchtigkeitsshampoo. Ich habe hier einen Nachfüllbeutel. Übrigens, sorry, ich bin krank, deswegen ich unterdrücke die ganze Zeit meinen Husten. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen komisch rede. Vor einer halben Stunde war noch alles in Ordnung, aber jetzt dreht mein Körper durch. Naja, auf jeden Fall ist das genau ein Nachfüllbeutel. Hier steht auch, dass man 2,5 mal diese normalen Alterra-Shampoo-Flaschen damit refillen kann und somit mindestens 80% weniger Abfall entsteht. Ja, das ist mit Bio-Inhaltsstoffen, ohne Silikone, mit Biogranatapfel für trockenes und strapaziertes Haar und auch klimaneutral. Alles nur nicht trocken. Stillen Sie den Durst Ihrer Haare mit der Hydroformel im Alterra-Feuchtigkeitsshampoo. Die Kombination mit wasserspeichernder Bio-Aloe Vera und Biogranatapfel versorgt Ihre Haare mit natürlicher Feuchtigkeit. Was soll ich sagen? Ich bin, was solche Themen angeht, ein totaler Mann. Also, ich würde das auch für meinen Körper benutzen. Ich würde es auch zum Gesichtreinigen benutzen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich höre die Kommentare schon. Nein, mach das nicht, auf gar keinen Fall. Ich meine, ich mach's auch nicht, aber ich sag's mal so. Also letztens ist mir mein Duschgel alle gegangen, da habe ich das einfach als Duschgel verwendet. Aber ja, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Also es ist ein ganz gutes Shampoo. Ja, ich habe es auch nachgekauft. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, das ist die einzige Refill-Version. Ja, sonst würde ich halt hin und wieder mal eine andere Version quasi kaufen. Zwar auch von Alterra, aber naja, auf jeden Fall lange Rede, langer Sinn. Für mich ist es ein ganz normales Shampoo. Es hat nichts Besonderes gemacht, aber auch nichts Schlechtes. Meine Haare fühlen sich an wie immer. Ja, bin zufrieden damit. Wir machen weiter mit dem Alverde Naturkosmetik Hydro Hyaluron Spray. Über die Hydro- oder Hydro-Reihe habe ich auch ein ganzes Video gedreht, das verlinke ich dir einmal hier oben. Dieses hier habe ich tatsächlich aufgebraucht, jedoch nicht unbedingt als Fixing Spray. Ich habe sie meiste Zeit tatsächlich als Versiegelung, nachdem ich irgendwelche Skincare-Produkte aufgetragen habe, verwendet, bevor ich ins Bett gegangen bin. Oder tatsächlich sogar. Oh mein Gott. Also irgendwie wollte ich das zwanghaft aufbrauchen, weil ich 10 Millionen Fixing Sprays habe und echt nicht weiß, wohin mit den allen. Ja, deshalb habe ich es tatsächlich sogar als Kissen-Desinfektionsmittel verwendet. Das klingt gerade richtig crazy, aber ich dachte mir so ganz ehrlich, wenn Skincare Vorteile hat und auch noch Alkohol an zweiter Stelle enthält, also ich weiß nicht, ob denaturierter Alkohol desinfizierend wirkt, aber ich denke mal schon, naja, auf jeden Fall dachte ich mir, okay, gut, dann habe ich es immer über meine Kopfkissen und meine Sofakissen gesprüht. Ja, klingt ein bisschen crazy, aber es hat sie nicht klebrig gemacht. Und ich dachte mir so, hey, why not? Oh mein Gott, ihr müsst mich für verrückt halten. Naja, auf jeden Fall habe ich ansonsten noch hier das Alterra Naturkosmetik reichhaltige Handcreme, auch mit Biogranatapfel, wie das Shampoo. Ich habe das schon auseinandergenommen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute, sonst kann das nicht recycelt werden. Und ich meine, wenn wir schon Plastik kaufen, dann sollten wir auch darauf achten, dass wir die verschiedenen Plastikbestandteile voneinander trennen. Dieses hier ist für sehr trockene Haut. Ihr müsst wissen, ich hatte extrem, extrem trockene Hände. Also, wenn man zu den Videos zurückgeht, ganz am Anfang, dann sieht man das noch so ein bisschen, wie trocken die waren. Aber Leute, also ich hatte eine Zeit, da sind meine Hände wirklich gerissen. Also, die sind wirklich, die Haut, das war alles, alles gerissen. Ich habe bis heute sogar ein paar kleine Narben von den ganzen Rissen, weil ich einfach so trockene Hände hatte. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin zum Glück davon losgekommen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Aber ich denke mal, das hängt ein bisschen auch mit weniger Händewaschen zusammen, weil ich wasche mir deutlich, deutlich weniger die Hände als früher, aber halt immer noch viel für einen Otto-Normalverbraucher. Aber für meine Verhältnisse ist das schon ein ziemlich guter Fortschritt. Aber ja, auf jeden Fall.
ist das eine gute Handcreme, zieht sehr schnell ein, also zieht wirklich gut schnell ein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie genug einzieht, dass ich sie im Alltag in den inneren Handflächen verwenden würde. Also ich trage im Alltag Handcreme immer auf die äußeren Handflächen auf und verreibe es mir dann so. Und abends benutze ich es halt ganz normal oder meistens verwende ich abends Kokosöl. Aber ja, und eine Sache muss ich vielleicht auch noch gestehen. Das ist auch echt eine gute Lippencreme. Also ich mag halt Lippenpflegestifte tagsüber nicht so gerne. Deswegen verwende ich dann meistens Handcreme als Lippenpflege, weil es eben auch so schnell einzieht und leicht ist. Ich weiß, klingt verrückt, aber wie gesagt, ich finde irgendwie so, keine Ahnung, Creme ist Creme. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe schon die Hater-Kommentare kommen, aber naja, ist auf jeden Fall, ja, ich habe bisher nie irgendwie Pickel um den Mund herum oder so bekommen von Handcreme, deswegen werde ich das weiterhin machen. Als nächstes haben wir ein Beauty-Produkt und zwar das Alverde Naturkosmetik Augenbrauengel in der Farbe 02 Braun. Wer mich schon kennt und abonniert hat, übrigens, falls du es noch nicht getan hast, mach das auf jeden Fall jetzt. Der wird wissen, dass ich auf dieses Augenbrauengel schwöre. Es ist ein kleines bisschen zu rötlich für mich, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Das ist jetzt tatsächlich meine zweite Flasche, die ich aufgebraucht habe. Ich liebe den Geruch davon. Oh mein Gott, ich liebe das Bürstchen. Für viele ist es zu fett. Für mich ist es genau perfekt. Also es ist genauso breit wie meine Augenbrauen. Und vor allem liebe ich das hier, dass man hier hinten eben noch dieses Bürstchen hat. Seht ihr das? Das ist unfassbar vorteilhaft. Ja, damit kann man sich nämlich sehr schön die Konturen nochmal schärfer ziehen, falls man mit dem Gel ein bisschen übermalt hat. Also wirklich Top-Produkt, Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Alverde, ich würde mir nur wünschen, wenn ihr das seht, dass ihr das noch ein bisschen aschiger rausbringt für Menschen mit meiner augenbraunen Haarfarbe. Aber ansonsten wirklich Top-Produkt. Machen wir weiter mit etwas, das mir meine Nachbarin geschenkt hat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und zwar der Sweet Morning Glow Mask. Diese ist mit Hyaluronsäure und natürlichen Fruchtsäuren. Das hier ist so eine pinke Maske. Die lässt man, ich meine, so 15 Minuten auf dem Gesicht und wäscht sie dann ab. Also sie wird nicht hart, aber sie trocknet so ein ganz kleines bisschen an. Und was soll ich sagen? Also ich war total überzeugt davon. Das Einzige, was mich gestört hat, war, da ist halt unglaublich viel Mica oder Mica drin. Das steht auch ziemlich weit oben an der vierten Zeile von. Ja, ich glaube so 12 Zeilen oder so. Also wirklich schon relativ mittig. Und das sieht man auch. Also das hat ziemlich, ziemlich geglänzt. Ich meine, es heißt auch Glow Mask, aber ja, also ich weiß nicht, so Glitzer in meiner Maske, was beim Abwaschen nicht mal vom Gesicht runtergeht. Also das war jetzt nicht so optimal. Also ich würde das definitiv nicht an einem normalen Tag verwenden, wo ich dann auch wirklich rausgehe, nachdem ich mir mein Gesicht gewaschen habe, weil, nee, also das war wirklich, als hätte ich so eine Discokugel im Gesicht. Das war halt wirklich, nee, aber ansonsten würde ich die Maske auf jeden Fall weiterempfehlen. Die war wirklich sehr, sehr gut, sehr pflegend. Meine Haut war sehr weich danach. Sie roch unglaublich gut. Also ich war sehr zufrieden mit dieser Maske. Dann hat mir meine Nachbarin noch die Stress Relief Hydro Mask geschenkt. Mit Bio-Aloe Vera und Bio-Gurke ist, sobald ich richtig sehe, ohne Mica oder Mica. Also, die hat auch nicht geglitzert. Das war eine ganz normale Maske. Die ist genauso wie die andere nicht ganz angetrocknet, aber so ein leichtes bisschen. Also, wenn man sich das abwäscht, war es schon ein bisschen anstrengender, die runterzubekommen, weil durch das Wasser aktiviert man ja wieder so diese Maske. Versteht ihr, was ich meine? Und dann, ja, ist das immer so ein bisschen glitschig. Wobei, jetzt wo ich es erzähle, mich hat das tatsächlich sehr gestört. Also, das grenzte schon an Wasserverschwendung. Also, da musste man wirklich so viel hin und her reiben, bis man das irgendwie abbekommen hat. Ja, also an sich eine gute Maske, aber ich würde es trotzdem jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Dann haben wir noch eine Zahnpasta und zwar von einer Schweizer Indie-Brand namens Freya Care oder Freya Care. Diese Zahnpasta kostet 10 Euro. 10 Euro. Ich hatte echt hohe Erwartungen an dieser Zahnpasta dementsprechend. Und Leute, ich muss leider sagen, sie hat diese auch erfüllt. Würde ich sie mir wieder kaufen? Ja. Werde ich sie mir wieder kaufen? Erstmal nein. Zitat von meinem Konto. Diese hier ist ohne Fluorid. Ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, was ihr über Fluorid denkt. Ich persönlich befürworte es tatsächlich, weil. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe sehr, sehr starke Probleme mit meinen Zähnen. Ich habe
seit Jahren sehr, sehr starke Zahnschmerzen und war auch unzählige Male beim Zahnarzt, also wirklich. Und ich weiß, dass der Tag kommen wird, wo ich nach Istanbul fliegen und mir neue Zähne holen werden muss. Aber hoffen wir einfach, dass das noch weiterhin ist. Bis dahin, ja, werde ich weiterhin normale Zahnpastas mit Fluorid verwenden, denke ich. Außer jemand kommt und beweist mir, dass ja, Birkenzucker ist hier zum Beispiel drin, also Xylit, so 40%, dass das eben quasi Fluorid ersetzen kann, weil ich persönlich glaube da nicht so wirklich dran, dass Birkenzucker Fluorid ersetzen kann. Ich habe auch ein paar Studien drüber gelesen, also hier steht, zahlreiche Studien belegen statistisch signifikant, dass kariespräventive Potenzial von Xylit in Zahnpasten. Aber das Ding ist, die Studien, die die ja quasi verlinkt haben auf ihrer Website, da stand immer nur bei der Aufnahme von Xylit und ich dachte mir halt so, okay, das heißt, ich muss das essen oder wie? Wisst ihr, was ich meine? Also, das fand ich halt irgendwie ein bisschen seltsam, weil nimmt man Zahnpasta auf oder trägt man sie quasi auf die Zähne oder. Also versteht ihr, was ich meine? Ich fand das irgendwie alles ein bisschen seltsam. Ich fand jetzt nicht, dass die Studien wirklich ein Beleg dafür waren, dass Xylit besser als Fluorid ist. Aber naja, ich habe tatsächlich zwei Tuben verwendet insgesamt. Eigentlich hatte ich es mir für ein Video gekauft, aber dann war ich halt so, Fluorid, will ich das ja befürworten, das nicht zu benutzen, weil mein Zahnarzt zum Beispiel meinte, man soll das benutzen, weil ja, das brauchen die Zähne halt. Okay, das war mein TED-Talk über Zähne und Fluorid. Sorry, Leute. Schreibt mir wirklich sehr gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Aber ich würde es mir aus dem Grund wieder kaufen, weil. Wow. 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 Dass die erste Zahnpasta seit langem oder vielleicht sogar in meinem Leben ist, die bei mir nicht diesen Schleim produziert. Jetzt wird's richtig komisch, Leute. Bitte schreib mir in die Kommentare, wenn du genau dasselbe Problem hast. Also, ich verwende aktuell die Procodent Zahnpasta von Rossmann, aber ich habe auch schon alle anderen möglichen Zahnpastas, Pasten, was auch immer, verwendet. Und bei jeder einzelnen von ihnen, habe ich immer das Problem, dass nach dem Zähneputzen, etwa so 5 bis 10 Minuten später, ich mir meine Mundschleimhaut abziehen kann. Also zumindest denke ich, dass es meine Mundschleimhaut ist. Also es ist wirklich so, ich kann mir, wenn ich will, wirklich so in meinen Mund greifen, tschuk, 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 und mir von den inneren Wangenpartien wirklich meine Mundschleimhaut abziehen. Also die ist dann halt weiß eingefärbt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Zahnpaste liegt, denke ich aber mal. Wenn ich Kaffee trinke, ist das nämlich zum Beispiel braun. Okay, das klingt richtig, richtig verrückt, ich weiß, aber ich habe da wirklich ein sehr, sehr großes Problem mit und wenn ich das Geld hätte, würde ich auf jeden Fall immer die hier kaufen. Nur würde ich die dann morgens verwenden, weil morgens stört mich dieser Schleim halt total. Ich kann nicht, wisst ihr, ich rede mit Leuten und plötzlich hängt mir so ein Schleimfaden an der Lippe. Versteht ihr, was ich meine? Also, das geht halt einfach nicht. Und abends würde ich dann halt eine mit Fluorid verwenden, weil. Ja, dann kann ich mit dem Schleim auch ins Bett gehen, dann juckt's mich auch nicht mehr. Aber ja, ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Problem auch habt mit Zahnpastas, ob das vielleicht irgendeinen anderen Grund hat, weil ich habe auch gegoogelt, dass es gesundheitliche Gründe haben könnte. Aber eigentlich, es passiert halt direkt nach dem Zähneputzen. Immer, immer. Also es kann nichts mit meiner Gesundheit zu tun haben. Aber okay, ich habe jetzt wirklich unfassbar lange über Zahnpastas geredet. Kommen wir zum letzten Produkt. Und zwar habe ich hier ein Juniper Lane Wonderful Leaf Deodorant. Das soll eine 24-Stunden-Wirkung haben, natürlich frisch sein. Es ist zertifizierte Naturkosmetik ohne Aluminiumsalze und 99,9% natürlichen Ursprungs. Auf jeden Fall lese ich euch mal vor, was hier hinten drauf steht. Natürliche Wirk- und Pflegestoffe schützen sicher und langanhaltend ohne Zusatz von Aluminiumsalzen. Die 24 Stunden wirksame Rezeptur mit Bio-Aloe Vera-Extrakt pflegt die Haut sanft, hinterlässt keine weißen Deo-Spuren und erfrischt mit dem blumig-fruchtigen Duft von Juniper Lane Wonderleaf. Was kann ich dazu sagen? Es war der größte Kampf meines Lebens, dieses Deo aufzubrauchen. Der Geruch, OMG, ich kann ihn nicht mehr riechen. Der war wirklich einfach nicht gut. Also. Versteht mich nicht falsch, er war nicht schlecht, aber es war einfach absolut nicht mein Geruch.
Der ging mir tierisch auf den Sack nach wirklich sehr kurzer Zeit. Dieses Deo hat nichts gemacht. Ich meine, ich muss auf fairerweise sagen, ich kenne kein einziges Deo, das bei mir gut funktioniert. Ich bin jemand, der schwitzt extrem, also wirklich extrem, extrem, extrem. Ich glaube, ich habe auch eine Schweißdrüsenüberfunktion, aber I don't know. Und dann kommt noch hinzu, Naturkosmetik-Deos sind generell eh nicht so gut. Also die funktionieren einfach meistens nicht. Oder kennt ihr da eins? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich weiß, dass ich das schon mal gesagt habe und dann habt ihr mir dieses Sante-Deo oder dieses Kristall-Deo empfohlen. Werde ich auf jeden Fall testen. Noch hatte ich nicht die Gelegenheit, das zu kaufen, aber vielleicht mache ich da auch ein ganzes Video zu. Hättet ihr Lust drauf, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ja, ansonsten kann ich absolut nicht weiterempfehlen. Ich würde generell nie wieder zu einem Parfüm-Deo greifen. Größter Fehler meines Lebens. Und ich habe eine richtig peinliche Story dazu. Also die ist jetzt nicht richtig peinlich, aber die war mir hardcore unangenehm. Und zwar in meinem letzten Minijob, in dem vor dem jetzigen. Da hatte ich einen Kollegen, der war generell richtig weird. Also der war so komisch. Oh mein Gott, das ist voll unangenehm, über ihn zu reden. Richtig Angst, dass er das sieht, aber naja. Auf jeden Fall, der war halt einfach komisch. Und einmal habe ich halt richtig viel davon aufgetragen, weil ich dachte mir so, oh mein Gott, ich bin so am Schwitzen, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, Deo, ich brauche Schutz. Und was ist passiert? Ich habe mich dann neben ihn so gesetzt und dann war er so, du riechst irgendwie so fruchtig, so herb oder irgendwie sowas hat er gesagt. Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall irgendwie dann die ganze Zeit über mein Deo, also die ganze Zeit hat er über mein Deo geredet und er war so, hast du irgendwie ein Parfüm aufgetragen? Und ich war so, nee, weil das Ding ist, ich wollte mich jetzt auch nicht bei ihm outen, ne, weil das ist ja eigentlich ein Frauendeo. Und ich war halt so, hä, nee, gar nicht. Und er so, doch, doch, irgendwas hast du benutzt, du riechst so süßlich, süßlich. Genau, er hat die ganze Zeit süßlich, süßlich gesagt. Und ich war so, keine Ahnung, ich wurde schon knallrot, also innerlich. Ich werde äußerlich fast nie knallrot. Und ich war dann am Ende so verzweifelt, dass ich meinte, ja, keine Ahnung, ich habe einen neuen Weichspüler, vielleicht ist es der. Und dann hat er endlich seine Klappe gehalten, oh mein Gott. Aber das war wirklich, also davon habe ich auf jeden Fall eine posttraumatische Belastungsstörung. Okay, ich weiß, über sowas macht man keine Witze. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also ja, das hat mich auf jeden Fall nicht glücklich gemacht. Es hat mir wirklich einen sehr, sehr unangenehmen Vibe hinterlassen. Danach war es noch ein viel größerer Kampf, das aufzubrauchen. Aber okay, ich glaube, niemand in der YouTube-Weltgeschichte hat so lange über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte geredet wie ich, aber na gut, ihr wisst, ich bin eine unfassbare Quasselstrippe. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Video irgendwie Spaß gemacht hat. Kauft dieses Deo auf gar keinen Fall. Es tut mir wirklich leid, Juniper Lane. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Vielleicht sollte ich die anderen Düfte mal ausprobieren, aber Leute, das ist einfach, nein, kauft es einfach nicht. Ansonsten habe ich noch vergessen, das Fixing Spray hinterlässt sehr viel Glow. Also für diejenigen, die es mögen, kauft es euch oder eben nicht. Also das ist hier alles keine bezahlte Werbung, nur zur Info. Und ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du dieses Video schaust. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich hoffentlich nicht so viel husten muss. Bis dahin. Tschüss. Süßlich, süßlich. Kauft es euch.